weiß nicht. Wäre ich nicht drauf gekommen, weil das ist einfach, keine Ahnung. Ist nicht so mein Fall. Ich habe es mit vielerlei Rätseln nicht. Und trotzdem mag ich solche Spiele eigentlich ziemlich dämlich. Gut, was hat uns das jetzt geholfen? Eigentlich nichts. Also wir wissen jetzt theoretisch, wie das weitergeht. Das Ding ist, ich habe dann auch nochmal geguckt, irgendwie... Das Pferd hatten wir, muss man... Also, es gibt viele Dinge zu entdecken. Dass sie immer so saublöde Sachen schreiben, das ist mir doch klar. Da, zum Beispiel alle Gegenstände, sie finden... Nein, ehrlich! Achten Sie besonders auf die Blumen. Haben wir... Gehen Sie ein guter Detektiv vor. Toller Tipp. Danke. Suchen Sie auf dem Boden nach Hinweisen. Haben wir... Nutzen Sie Ihre Lupe, wann immer Sie können. Hübbe, 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 hübbe. Haben wir doch, Mann! Im Inneren. Ach, Lupe. Zwei Stockwerke. Und zwar bitte eine ziemlich schauliche Anblick. Müssen sich auf die Sache dennoch näher ansehen. Einige Türen sind verschlossen. Wir müssen den Schlüssel finden oder Ereignis auslösen, um sie öffnen. Tja. Und vergessen Sie nicht, dass Sie auch Schubdrücke, Blutspuren und nach Hinweisen im Haus untersuchen. Lassen Sie jedes Dokument. Haben wir... Das Ding ist, dass... Also teilweise sind die Tipps wirklich sowas von blöd. Hier soll irgendwo ein Tresor sein, den ich aber erst finden kann, wenn ich alles aufgesammelt habe. Oder alles gelesen und hast du nicht gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen. Fest verschlossen. Tja, ups. Das hat keinen Sinn. Hau an. Das hat keinen Sinn. Das mache ich nicht. Mano, das hier? Das hat keinen Sinn. Das kann ich nicht. Das willst du nur nicht. Was sollen diese Nägel bloß? Hier. Ich hab keine Ahnung, was das... Das hat keinen Sinn. ...mit den Nägeln soll. Okay, also da ist nichts mehr. Das hatten wir ja. Diese Fußspuren deuten... Ja. Dieses Blut auf dem Boden... ...von einer tiefen Wunde. Da komme ich auch noch nicht rein. Wer immer sie sind, nee. Machen... Das hat keinen Sinn, Watson. Ich beuge mich ihrem... Die sagen auch immer nur dasselbe. Das hat überhaupt keinen Zweck. Sie haben den Mann getötet, der hier saß, und die Blutspur beginnt hier. Das müsste also die Leiche sein, die sie durch das Tor geschleift haben. Holmes! Hier! Toll. Diese eine kleine Scheiße. Ja, leck mich doch, ey. Naja, gut. Immerhin... Oh, nein! Ah, Zahlen. Ich hasse Zahlen. Was soll ich denn jetzt schon wieder machen? Oh nein. Das ist es auf keinen Fall. Das kommt erst später. Das stand ja sogar am Dings drin. Hat auch keinen Sinn irgendwie. Oh nein, komm schon. Hm. Ja, das ist ja noch Gigax. Oh nein, komm. Sehr interessant. Alter, woher soll ich denn das wissen jetzt mal im Ernst? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Das ist doch lächerlich, Moment. Ja, bemerken Sie erst, ist mir egal, massiv. Und auch so mit einer Kombination. Ach nein, ein Hinweis finden Sie ganz in der Nähe. Okay, dann. Nein, weg. Wenn man ihn finden kann... in der Nähe. Ja, das ist irgendwas, was ich schon aufgesammelt habe, würde ich mal sagen, ne? Oh Gott. Finde Spuren zeigen, Personen mit frischem... Ja, das hat keinen Sinn, das sind ja noch nicht so... Also eigentlich... Tja, steht da hier irgendwas drin? Ich überfliege nur. Das ist
Nee, keine Ahnung, ganz ehrlich. Das ist schon wieder was anderes. Hä? Das hat auch keinen Sinn. Nee, keine Ahnung. Hä? In der Nähe? Das ist ja übel. Hier draußen oder so? Ich habe keine Ahnung. Zeitung neben dem Bett. Welche war denn das? Zeitung neben dem Bett. Hier, ja. Zeitung, ja, Textdokumente, toll. Also es ist doch irgendwas hier, aber hä? Welche genau meinst du denn? Sind das eigentlich... Oh, das ist doch... Welche Zeitung, du behinderter Pisser? Das Rätsel in der Zeitung liefert ihnen die nötigen Informationen zum Öffnen des Tresors. Welche denn? Hier? Ich weiß nicht mal mehr, welche das war. Das ist ja das Problem. Ich habe ja auch nur die. Oder meinen die jetzt doch das? Weil die geschrieben haben später im Spiel. Aber selbst wenn, wie soll mir denn das jetzt helfen? Hä? Sagen wir, gehen wir... Das Ding ist, dieses Spiel verarscht einen einfach mal. Später im Spiel... Sehr interessant. Später im Spiel heißt für mich nicht jetzt sofort in 2 Minuten, also später. Später halte ich wirklich für später. Und selbst wenn, das waren... Das war ein verfickter Kreis, Mensch. Was soll ich denn davon abschließen? Das verstehe ich einfach nicht. Vor allem, wo soll ich denn da anfangen? Bei der 1 oder was? 1. 2. Oh, mach's immer schön rückwärts. Ganz tolle Kiste. Wollen die mich verarschen? Oh ja, mein Gott. Ich bin so blöd gerade. Ich bin echt zu dumm. Warum geht denn das rückwärts? Es geht mir auf den Zeiger. 2. Ich mach's einfach nach Reihenfolge. 1, 2 etc. 3 hatten wir auch. 2. Die 4 hatte 3. Ja, muss ja so sein, ne? Die 5 hatte 2. Am Anfang habe ich auch gesagt, dieses Rätsel muss dafür gedacht sein, für diesen dummen Tresor. Und dann haben sie gesagt, später im Spiel. Ja, das Ding ist, dass ich das Wort später einfach zu wörtlich nehme. So ein Scheiß, ey. So, was regt mich total auf. Statt dass sie sagen, sie könnten, sie brauchen es noch später im Spiel. Alter, später im Spiel. Weißt du, was später heißt? So. 8, 9 sind wir jetzt. Das war 3, 4... 2 und die 6. So ist es nicht richtig. Nochmal von vorne. 1, 2, 2. Ups. Das ist eine 3. Ich bin so doof. Wieso geht die manchmal nach vorne, manchmal nach hinten? So, Moment, ich habe was. Ich habe mich verhauen. 1, 2, 2, 3 ist... 3 ist... Moment. 4 ist 3, 5 ist 2. Ha! Geil! Nichts kann einen erfinderischen und logischen Geist aufhalten. Dann bin ich verloren. Geil, eine Knarre. Bah, nur eine Luftdruckpistole.
Ich hätte große Schwierigkeiten damit, einen jungen Vogel vom Ast zu schießen. Außerdem ist sie nicht einmal geladen. Warum hängt sie dann da? Bah, nur eine Luftdruckpistole. Nur? Nimm doch deine eigene mit, du. Hau sie kaputt. Bah, nur eine Luftdruck. Scheiße, Mann, ich will ein richtiges Kaliber. Ja, aber warum hängt die da? Das ist doch Unlogo. Egal. Ich hätte sie mitgenommen, ist ja egal. Kann ja sein, dass die, was weiß ich, wofür gut ist. Schlüssel. Ja. Oh mein Gott. Fuck. Watson, dieser Schrei. Da geschieht etwas. Das muss aus den Ställen kommen, Holmes. Alter, ich hab mich gerade fuck erschrocken. Gott scheiße, was ist das denn? Ja, ich weiß, ich soll unbedingt noch... Das muss aus den Ställen kommen. Oh Gott, nicht zu glauben. Was ist denn jetzt schon wieder im Arsch? Ey, vorhin, sie schreit, ich habe hier Grund zu schreien. Dieser fucking Bär hat mich voll erschreckt. Miau. Alter. Hier ist echt die Kacke am Dampfen. Mein Gott, das ist so spannend. Es muss aus den Ställen kommen. Ich weiß, was willst du denn als Watson? Mein Gott. Das Abenteuer ist richtig spannend, Alter. Ich bin total... Oh yeah. Sie haben die Tür verriegelt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sie aufbrechen. Schnell, Watson. Wir müssen etwas finden, das als Rambock dienen kann. Also wir müssen rasch handeln, Holmes. Erstens habe ich es verstanden mit dem Rasch. Zweitens ist mit dem Rambock, das wäre ich, da wäre ich auch noch selber drauf gekommen. Watson, das hier könnten wir als Rambock für die... Tja, dann tun wir das. Zeit für ein bisschen sinnlose rohe Gewalt. Naja, sinnlos nicht. Aber für ein bisschen Gewalt. Ach, jetzt kommen sie... Boah, was zum Geier, ey. Die hängt aber ganz cool da, ey. Gott, Watson, hallo? Kümmern Sie sich um sie. Ach. Holmes, es wurde eine Nachricht an dieser bedauernswerten Frau befestigt. Glauben Sie, in dieser Stadt ist das Leben eines englischen Detektivs mehr wert als das eines schwarzen Dienstmädchens? Letzte Worte. Letzte Warnung, Mr. Holmes. Boah. Holmes, sie steht noch unter Schock. Ich muss bei ihr bleiben. Scheiße, Mann. Das ist ja übel. Gott, Alter. Das ist so cool. Also nicht, dass man... Ne, also nicht sie, um Gottes Willen. Sie tut mir total leid. Nein, ich meine... Wow, hier ist ja sowas von die Kacke am Dampfen. Das ist geil. Also ganz ehrlich, das vermisse ich in Jack the Ripper ein bisschen. Ich meine, der Kerl hat es ja eh nicht auf uns abgesehen. Aber das hier, das ist sowas von spannend. Fuck, wie geil. Das finde ich echt geil. Obwohl ich jetzt irgendwie noch mehr Schiss habe. Aber genau das, ich liebe dieses Schissgefühl. Oh mein Gott. Dieser Bär ist unheimlich. Das Krokodil ist cool. Ich mag Krokodile. Ich finde Krokodile so cool. Ich hätte gerne... Oh, wie süß, das arme Schwein. Ich hätte gerne mal eine Schlange auf dem Arm, ehrlich. Eine richtig fette, geile Schlange. Ja, hier ist etwas. Und nein, nicht diese, die ihr jetzt denkt. Ich meine wirklich eine Schlange. Merkwürdige Zeichnung. Hm. Da steht, nur die besten Revolverhelden verdienen die besten Waffen. Da steht, nur die besten... Aha. Tja, ich meine, toll, ne? Da steht nur die besten. Ja gut, jetzt steht das da drauf, aber... Verdienen die besten Waffen. Ich kann gleich mal... Genial! Wenn man auf dem Stein steht, wird ein Mechanismus aktiviert. Aha, ich hätte ganz gern gewusst, welchen. Ja, hier ist etwas. Ja, hier ist etwas. Ja, ich weiß, aber... Ja, hier ist etwas. Ja, aber... Der kann mich mal... Oh, ein Entchen. My best trophy? Warum? Was steht hier? Meine beste Trophäe.
Ein merkwürdiger Jäger, dieser Arneson. Oh ja. Hau ab. Was steht hier? Also nicht hau ab, sondern hau dem Vieh irgendwas ab, so rum. Vor allem, warum erhängen sie die denn, wenn die... Ah! Ein herrliches Stück. Ich muss sagen, das ist der Höhepunkt dieser Ausstellung. Aber das könnte mir noch nützlich sein. Der hat ja mal einen geilen Füllfederhalter, wollte schon sagen. Arneson sollte auf diesen Bildern zu sehen sein. Sollte? Arneson sollte auf diesen... Ja, schön. Sollte auf diesen Bildern. Er ist drauf zu sehen. Ich frage mich, ob sie es einfach nur scheiße übersetzt haben oder ob das allen Ernstes so gemeint ist. Meine Beste deswegen, hä? Boah. Genial. Wenn man auf dem Stein steht, wird ein Mechanismus aktiviert. Ja, und ich weiß immer noch nicht, welcher. Aber ich merke gerade... Bestimmt befindet sich etwas hinter diesem Fresko. Dieses Loch muss zu einem Mechanismus gehören. Bestimmt befindet sich etwas... Ein Loch? Bestimmt befindet sich etwas... Oh, jetzt sagt er das wieder. Man muss in dieses Loch schießen und dabei auf der Steinplatte stehen, die den Mechanismus auslöst. Aber die Pistole ist nicht geladen. Ich... Tja, Holmes, hättest du mal deine... Bah! Das ist nur eine Luftdruck. Mal mitgenommen. Man sollte eben... Also jetzt ist Holmes genau wie Watson. Er... Bah, nur eine Hallo? Luftdruck. Ja, nimm den Scheiß doch mit. Du brauchst es doch, du Trottel. Womit willst du denn sonst schießen? Hä? Vielleicht bin ich auch nur zu oberflächlich. Ich habe keine Ahnung. Nur eine Luftdruck. Ja, womit willst du denn schießen? Sag mal, willst du dran spucken oder was? Kirschkerne rotzen? Oh mein Gott. Hier, Teddy, umarm mich mal. Die Welt ist so grausam.